Herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe von Star Wars Squadrons auf der PlayStation 4 mit VR heute diesmal. Eins der letzten Folgen, denke ich mal, deswegen habe ich mir einfach überlegt, hey komm, lass uns mal eine VR-Session machen im Story-Modus und mal schauen, wie sich dieses Spiel entwickelt, wie das im VR aussieht. Ihr seht es wahrscheinlich in viel besserer Qualität wie ich, aber wie ihr sehen könnt, habe ich das im VR drinne. Das Hauptmenü ist im Endeffekt so ein bisschen im Halbkreis aufgebaut und mal schauen, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Julian Angel 3000 und wir spielen heute den Story-Modus weiter, wo wir aufgehört haben, wo wir kläglich versagt haben. Und mal schauen, ob wir in dieser Folge das doch noch schaffen sollten. Ich habe, kurz zur Info, ich habe halt mal den Multiplayer ausprobiert. War nicht so gerade berauschend, fand ich. Also ich habe da mir sehr schwer getan und deswegen machen wir lieber erstmal mal die Story weiter und Spiel fortsetzen natürlich. So, dann wieder im Ladebildschirm. Mal gucken, ob das alles auch aufnimmt, was ich sehr hoffe, weil sonst wäre es sehr schlecht für dieses Spiel, definitiv. Mich hört er jetzt direkt über die VR-Brille, weil Headset funktioniert ja irgendwie nicht oder ist nicht richtig kompatibel damit. So, und wir sind jetzt hier da drin. So, das Raumschiff. Kann man hier irgendwie Pause machen? Nee, schade nicht. Okay, dann fliegen wir einfach mal weiter, einfach mal geradeaus. Wir gucken uns erstmal hier im Raumschiff um. Okay, man kann auch sogar nach hinten gucken. Lass sie mal ruhig ein bisschen ballern, es ist halt halb so wild. So. Okay, das sieht alles sehr interessant aus auf jeden Fall. So. Ich muss mal hier ein bisschen mal die Musik ein bisschen leiser stellen aus dem Fernseher. So, okay. Eskortiere das Shuttle nach Gladius. Muss kurz mal die Kamera ausrichten. So, genau. So, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Mal gucken, was wir hier machen können. Wow, da werden wir ja schon beschossen. Ich weiß nicht, wohin. Wo ist mein Ziel? Da, X-Flügler. Wo ist denn die X-Flügler? So, die Karte ist da. Da ist einer. So, müssen wir auch wieder. Das ist ganz schön weit weg. Aber egal, kriegen wir hin. Und Rakete raus. Dadadam. So, wir müssen im Endeffekt. Wieso wird das beschossen hier eigentlich? Die ganze Zeit hier. Kann da nicht angehen. Werden wir. Oh Gott. Eine Fregatte. Komm schon, Tier. Sehr schön. Geht da raus erstmal sicherheitshalber. Sicher. So. Also bis jetzt läuft da richtig gut. Man ist hier richtig stabil auch hier drinnen. Keine Geschwindigkeitsgefühle oder sonstiges. Also sollte alles eigentlich gut sein. Das ist die Gladius. Die müssen wir natürlich beschützen, so gut wie es geht. Wir bremsen mal ein bisschen ab. Oh, die ist schon weg. Alles ist gut. Prima. Okay, das war ja schneller wie gedacht. Was habe ich denn letztes Mal so lange gebraucht? Warum bin ich letztes Mal so dran gescheitert? Ich weiß es nicht. Aber egal. Wir starten direkt durch. So, und was machst du denn hier? So, was kommt als nächstes? Fliege zum Meer. Ja. Bin ich. Oh, da kommen sie alle. Wir haben angedockt und raus. Ui. Gut, jetzt können wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen, hier um so umzuschauen. Okay, es sieht gerade, ja, wie wirklich in der Kugel aus. Entschuldigung. Das ist schon ein bisschen komisch. Oh, Kamera ist schlecht ausgerichtet. So. Sind wir jetzt im Kino jetzt? Cool. Okay, Effizienz haben wir jetzt nicht, aber ist eigentlich halb so wild. Spiel fortsetzen, würde ich sagen. Ich muss mal die Links ein bisschen ausrichten, weil wenn ich rede, wackelt es die ganze Zeit. Das ist nicht so toll. So, wir sind im Hangar. Und ja, das könnten wir uns jetzt eigentlich umschauen. Kann ich ins Cockpit? Ah, okay, guck mal, Zielcursor sogar, wo ich hingucke. Alles klar.
So, da sind wir jetzt wieder hier drinnen. Oh, guckt euch das mal an. Oh Gott. Keine Kantenklettung drinnen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, Schatten sah mal schon mal besser aus. Kann ich auch in einen anderen Raumschiff reingehen? Oder muss ich das erst auswählen? Das ist von hinten? Okay. Interessant. Okay. Schauen wir mal, ob wir vielleicht hier. Oh, wir können mit welchen reden? Cray. Als Captain Kira sagte, dass sie einen weiteren Piloten mit an Bord holt, wusste ich nicht, was ich erwarten soll. Ich fliege schon ziemlich lange. Wäre nicht das erste Mal, dass Vetternwirtschaft eine Staffel kompromittiert. Aber du bist heute gut geflogen. Die meisten Exfiltrationen von Spionen fordern wesentlich mehr Todesopfer. Wenn das Team Zweifel an deiner Eignung für die Titanstaffel hatte, hast du sie damit aus dem Weg geräumt. Machen wir uns auf den Weg. Captain Carol wartet. Alles klar. Wahrscheinlich wieder ein Besprechungsraum. Okay, ich kann drehen mit R3. Laufen leider nicht, also ich kann nur Bild für Bild wechseln. Das ist ein bisschen komisch. Naja, okay. Dann gehen wir mal in den Besprechungsraum. Agent Thorn kannte zwar nicht die Position von Projekt Starhawk, aber ihre Informationen wiesen in die richtige Richtung. Dann machen wir weiter wie geplant. Oh, hallo. Captain, ist das der neue Pilot? Ja. Wertvolle Verstärkung für die Staffel. Nicht wahr? In der Tat. Gute Arbeit mit Agent Thorn. Du hast vorherige Leistungen um... Oh, Verzeihung. Ich bin mit deiner Akte so vertraut, dass mir entgangen ist, dass wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ich bin LT-514, Imperialer Geheimdienst. Gern werde ich deine Leistung in der kommenden Mission analysieren. Captain Carroll, sollen wir diese Besprechung fortsetzen? Okay. Ah. Okay, alles klar. Wer bist du denn? Oh, hier ist schon. Wir hier wird's dunkel. Mit der Besprechung an. Ja, alles gut. Ich darf mich doch mal umschauen dürfen, oder Leute? In meinem Sim. Oh, guck mal da unten, was da unten abgeht. Aha. Aha. Interessant, okay. Dann wechseln wir mal kurz hier in die Mitte. Und tun die Kamera neu ausrichten und let's go. Die Informationen von Agent Thorn waren Gold wert. Wir wissen, dass ein Konvoi mit Ingenieuren der neuen Republik von Hosnian Prime zur geheimen Basis von Projekt Starhawk unterwegs ist. Die vorgesehene Route führt sie durch das umkämpfte Gebiet von Desevro. Laut unseren aktuellen Informationen wird der Konvoi versuchen, seine Anwesenheit in einem Trümmerfeld zu verbergen. Folgt dem Konvoi durch die Trümmer und lasst ihn in den Hyperraum entkommen. Wir werden dann alle möglichen Zielorte auf ihrer Flugbahn berechnen, um Projekt Starhawk ausfindig zu machen. Man darf euch auf keinen Fall entdecken. Wir können es uns nicht erlauben, diesen Konvoi zu verlieren. Imperiale Streitkräfte vor Ort wurden angewiesen, sich nicht einzumischen. Sobald der Konvoi das Trümmerfeld durchquert hat, wird er das System verlassen und uns den Weg zum versteckten Hauptquartier weisen. Sobald wir ihre Sprungrichtung kennen, kehrt ihr zur Overseer zurück und bereitet euch auf einen weiteren Einsatz vor. Alles klar. Okay. Ja, was mir auf jeden Fall jetzt schon mal spontan aufgefallen ist, was das VR zu tun hat, die Hologramme sind sehr verwaschen. Also sehr, also hier wird es wahrscheinlich klarer sehen, aber also wenn es so verwaschen ist, in Wirklichkeit wäre, dann wäre es sehr schlecht. Definitiv. Okay, Leute, dann gehen wir mal zu Kerrie und ja, sprechen wir mit ihr. Ich habe die imperialen Behörden auf Desevro schon kontaktiert. Sie sind im Bilde. Seid ihr sicher, dass er sich nicht einmischt? Meinen Berichten zufolge ist Captain Amos sehr angriffslustig. Seine Flotte ist stark dezimiert, nachdem er zahlreiche unnötige Kämpfe angezettelt hat. Captain Amos ist Feuer und Flamme. Und hoffentlich kein Narr. Das Imperium darf jetzt keine Kriegsressourcen verlieren. Dem kann ich so nur zustimmen, Captain. Nach deiner Leistung bei Hosnian Prime dürfte die nächste Mission einfach werden. Ja, mein Vertrauen in dich war gerechtfertigt. Sorge dafür, dass es so bleibt. Das wäre alles. Wieso bin ich so groß eigentlich? Kann mir das jemand erklären?
Das ist doch nicht mehr normal. Okay, wir gehen in den Hangar zurück. Und ja. Oh, wir haben ein neues Raumschiff. Sehr schön. Dann gehen wir gleich mal uns das einmal angucken. Ich möchte ins Cockpit. Genau, dankeschön. Oh ja, so sieht es hübsch aus. So. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie zu nah dran bin. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Neu ausrichten. Das sieht da schon ein bisschen angenehmer aus. Warte mal ein bisschen. Okay, jetzt das kann man auf jeden Fall lassen. So sieht's auf jeden Fall richtig. Okay. Oh, sehr sperrig hier drin. Eieieiei. Aber cool, ne? Also definitiv. Also es macht auf jeden Fall Sinn, aber auch Kantenklettung ist hier auch nicht so gerade berauschend, wie ihr sehen könnt. Verlassen, nee. Mal gucken, wie es hier hinten aussieht. Hallo, ist da jemand? Keiner da? Sauerei. Okay. Aber interessant, definitiv. Kann man machen. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir könnten mit dem da reden oder mit der da. So. Hallo. Admiral Sloans Spionagenetzwerk ist zum Glück noch intakt. Ohne Infos können wir nicht arbeiten. Die Zersplitterung des Imperiums geschah wegen Commandern, die eigene Pläne verfolgten, ohne gemeinsame Strategie. Man vergisst leicht, dass wir alle zum gleichen Imperium gehören oder gehören sollten. Die Vernichtung des Starhawks wird uns vielleicht wieder vereinen. Du bist mit Admiral Sloans Zielen vertraut, oder? Verein, säubern, inspirieren. Wenn wir die neue Republik zerschlagen haben, ist die Feuerprobe überstanden und wir gehen gestärkt aus ihr hervor. Auf zu größerem. Ja, würde ich auch sagen. So, dann reden wir nochmal mit dem. Und da hinten ist auch noch eine. Wonorek, okay. Cray. George McCray. Eine Mission wie diese sollte sich als leicht für uns erweisen, aber bleibt dennoch wachsam. Man weiß nie, welche Tricks die Rebellen auf Lager haben. Das Severo. Oh. Ziemlich weit weg von der Zivilisation. Ich habe den Outer Rim schon seit dem Aufstand bei Kriego nicht mehr gesehen. Tja, dann bringen wir es hinter uns. Auf zu deinem Teil. Alles klar. Da der Fernseher zu leise ist, habe ich nichts verstanden. Okay, aber ihr habt bestimmt alles gehört. Unser Captain hat persönliches Interesse an Projekt Starhawk. Sie will sich an Lyndon Javes rächen. Glaub mir, es gibt keine bessere Motivation als Verrat. Ich habe schon viel zu oft miterlebt, wie gute Piloten und Freunde zu Verrätern wurden. Ich erlöse sie von ihrem Elend, aber es hört niemals auf. Aiden Versio, Erica Quell, Lyndon Javes. Sie sind nicht nur Verräter, sondern Sicherheitsrisiken. Probleme, um die man sich nach dem Krieg kümmern muss. Wir sollten gehen. Für das Imperium. Nee? Na, schade. Gut, okay, Leute. ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der VR, auf der PlayStation Pro aussehen sollte. Wahrscheinlich ein bisschen besser, aber ich sage es mal so, für die Verhältnisse, was die VR-Brille momentan hier zu bieten hat, ist es eigentlich ganz akzeptabel und ich kann mich eigentlich nicht meckern. So. Okay, wir haben jetzt hier... Modell, das speziell für die Unterstützung einer Staffel entworfen wurde. Macht den Feinden das Leben schwer. Diese Ausrüstung legt feindliche Jäger mit Ionenlasern an. Ich habe außerdem Störtechnologie angebracht, damit verschwindest du vom Radar. Sowie taktische Schilde, mit denen du Verbündeten teils Schutz geben kannst. Also auch ohne Brille ist es hier sehr... Ich bleib mal ganz still stehen. Das Ding wackelt trotzdem hin und her. Ich kann erst jetzt... Entschuldigung. Wenn ich jetzt in dieser Perspektive bin und jetzt ist die Schrift richtig klar, wo man lesen könnte. Aber hier ist es schon sehr verwaschen, sage ich mal so. Und... es bewegt sich irgendwie durch die Bewegung hin und her. Es ist gerade zum Nullpunkt, sage ich mal so. Aber okay, wir können wieso nichts ausrüsten. Ich würde sagen, wir starten direkt durch, weil im Spiel macht es mehr Sinn. So, let's go. Machen wir mal die eine Mission. Wieder Kinomodus hier.
Schade, dass es nicht so 3D-Effekt hat. So. Muss mal kurz die Kamera neu ausrichten. Was ist denn hier passiert? Captain Amos ist blutdürstig. Er hat die Rebellen über der Sephro in so manches sinnlose Gefecht gelockt. Und dabei wohl mehrere Zerstörer verloren. Wenigstens bleiben wir durch sein Vorgehen unentdeckt. Zusammenbleiben und Abstand halten. Der Konvoi darf nicht merken, dass wir ihn erfassen. Okay. Verstanden. Der Störer von Titan 3 wird es dem Feind schwerer machen, euch zu erfassen. Nutzt ihn weise. So, normalerweise können deine Feinde dich mit ihren Sensoren aus großer Entfernung entdecken. Es gibt aber bestimmte Komponenten, mit denen du die Tarnung, denen du dich tarnen kannst. Verwende die Staffelmaske, damit deine Verbündeten vorübergehend von feindlichen Sensoren verschwinden. So, Staffelmaske. Was ist eine Staffelmaske? L1? Okay. Wo ist denn hier eigentlich? Es gefährdet unsere Mission, derart zu fliegen. Ich sehe hier die Anzeigen nicht für Energieverteilung. Ganz schöner Aufwand, nur um Rebelleningenieure zu beschützen. Warum zerstören wir ihn nicht und verhindern, dass diese Schrauber jemals ihr Ziel erreichen? Ach da, guck mal. Wir haben reichlich neue Ziele, Gott, da sieht man ja gar nichts, Leute. Das ist ja echt minimal. Ja, muss ich auch immer rübergehen, dass ich weiß, welche Einstellung ich habe. Fliege zum nächsten Trümmerfeld und bleib außer Sicht. Alles klar. Wie lange hält die Maske? Langsamer. Wenn man dich entdeckt, war diese Mission umsonst. Overseer, in Position. Langsam, Titan. Habt Geduld. Erinnert euch an das, was wir in der Schlacht von Vashar gelernt haben. Wie könnte ich das vergessen? Wir lassen sie erst dann unsere Macht spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist. Oh, da sind sie. Zurück, bevor sie dich sehen. Achtung, der Sternenzerstörer Tormentor tritt in der Nähe des Trümmerfeldes aus dem Hyperraum. Oh nein. Das kann nicht sein Ernst sein. Captain Amos, was hat das zu bedeuten? Ihr lasst unsere Feinde entkommen, Captain Karen. Ich werde diese Gnade nicht walten lassen. Raketen abfeuern! Wir dürfen den Konvoi nicht verlieren. Titan, schießt die Raketen der Tormentor ab. Captain Amos, Sie kompromittieren eine heikle Mission. Heikel? Wir sind im Krieg. Das Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. Raketen ausschalten! Dieser Vollidiot! Der Konvoi weiß von uns. Jetzt können wir ihren Sprung nicht mehr nachverfolgen. Dachte schon, du lässt sie einschlagen, damit sie sich erschrecken. Captain Amos, das war töricht. Die Tormentor wurde erheblich beschädigt. Sie ist immer noch in der Lage, ein paar Rebellenschiffe zu zerstören. All die Trümmer sind der Beweis dafür. Ich kann TIE-Jäger sehen. Zerstörte. Es sind ihre, wie ich vermute. Jeder Sieg hat seinen Preis. Huch. Muss mal hier ein bisschen ausweichen. Da ist auch noch Rakete. Konzentration! Haltet den verstreuten Konvoi auf! Der Konvoi wird zerlegt. Ja, ich versuche hier die Raketen auszuschalten. Konvoi getroffen! Wo muss ich jetzt... Die Tormentor feuert eine weitere Raketensalve. Wir schalten sie aus. Aua, aua, aua. Ich habe das Ziel verloren. Da. Übung macht den Meister. Knapp daneben. Die Rakete hat gesessen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Verteidige den Transporter. Okay.
So, Energie. So, repariert. Die ist auch schon wieder down. Ja, ich versuche doch schon mein Bestes. Hallo? Ich werde auch geschossen. Ja, schön. Die Rakete hat gesessen. So. Okay. Konvoi getroffen. Abbremsen. Schießen. Ich schieße nicht auf meine eigenen Leute. Hallo? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die ganzen Verteidigungsanlagen abschießen anscheinend. Okay, ich muss nach oben fliegen. Also es ist schon ein bisschen schwierig, jetzt auf jeden Fall die Übersicht zu behalten. Nicht so wie auf dem Fernseher. Ich verstehe nicht so ganz. Was soll den... Der Konvoi wird zerlegt. Ja, mach doch mal. Komm, du bist ein Sternzerstörer. Mach doch mal was. Der heilt sich ja jedes Mal. Das heilt er sich schon wieder, das ist... Wieso kann ich mich nicht heilen? Guck mal, der heilt sich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wie soll man da irgendwas machen? Letzten paar Sekunden. Na, zack. Ich muss mal ein bisschen weiter von weiter wegfliegen. Dann probieren wir es nochmal. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen nicht sterben. Ich kann auch nichts machen. Ich kann nicht anvisieren, der will keine Raketen abfeuern. Wo ich 10 Stück habe.
Okay. Aua. Schon. Oh, komm, die letzten paar. Das ist so. Aua. Das ist so mies. Der Konvoi wird zerlegt. Ja, das tut ja irgendwie keiner das Ding hier abschieben, ne? Das Ding will einfach nicht kaputt gehen. Heilen kann ich mich auch nicht mit L1. Au. Das will einfach nicht zerstört werden. Das ist so. Das ist wieder so typisch in solchen Spielen, dass gewisse Gegenstände oder gewisse Raumschiffe nicht kaputt gehen dürfen. Warum auch immer. Weil da so viele Rebellen drin sind, die nicht sterben dürfen oder was? Greift doch das Ding doch mal an, Leute. Was ist denn so schwer daran? Guck hier. Der will einfach nicht weiter. Gib du bis 30%. Das ist so, also ich weiß auch nicht, also Leute, das ist schon bescheuert bis zum geht nicht mehr. Captain Avers, naja, was egal. Was das Spiel ein bisschen schlecht macht einfach. Du kannst das Ding zerstören normalerweise, aber nein, kriegst du bis 30, 10, 20% und dann ist es unverwundbar auf einmal. Captain Avers, Sie kompromittieren eine heikle Mission. Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. Zerstöre die Raketen. Dieser Vollidiot! Der Konvoi weiß von uns. Jetzt können wir ihren Sprung nicht mehr nachverfolgen. Dachte schon, du lässt sie einschlagen, damit sie sich erschrecken. Captain Avers, das war töricht. Die Tormenta wurde erheblich beschädigt. Wieso müssen wir eigentlich die Rebellen aufhalten, also verteidigen? Jeder Sieg hat seinen Preis. Die Raketen der Tormentor. Oh, das ist eine Rakete. Konzentration! Haltet den versteuerten Konvoi auf! Das dürfen wir ja nicht angreifen. Komisch. Der Konvoi wird zerlegt. Mal kurz mal neu ausrichten hier. Kamera, irgendwie ist ganz doof. Ich guck schon nach links irgendwie ein bisschen. Man kann es nicht ausrichten. So, haben wir das auch. Wir schützen Rebellen vor imperialen Raketen. Das war die letzte Rakete. Amos weiß, dass er seine Zeit verschwendet. Gute Arbeit, Tita. Hä? Rebellentransporter auf dem Weg zur Overseer. Sie springen okay in den Hyperraum, bevor unsere Ionenkanonen bereit sind. Haltet sie auf, Titan! Titan, X-Flügler auf dem Radar. Titan 3, deaktiviere die Konvoi-Schiffe mit deinen Ionenlasern. Wir decken dich. Setze alle Transporter außer Gefecht. Alles klar. Und ganz weit weg. Laser auf voll. Max. So. Setze einen Transporter außer Gefecht. Setze alle Transporter außer Gefecht.
Er hat von hinten beschossen. Ja, wie lange brauchst du denn zum Anvisieren einer Rakete? Konzentration! Haltet den verstreuten Konvoi auf! Ist einer schon down? Ziel wurde zerstört! Ein weiteres Schiff wurde ionisiert. Unter Arbeit! Hast du mich verstanden? Captain Carrolls Panther-Schiffe sind auf dem Weg! Ja, wahrscheinlich nur mit den Ionenraketen. Hallo, darf ich mal schießen? Nein! Dammit. Einer hat's überlebt. Hervorragend. Ich entsende Lambda-Shuttles, um an die Navigationsdaten zu gelangen. Wir beschützen die Shuttles. Das solltet ihr auch. Dank Captain Amos können wir Projekt Starhawk nur finden, indem wir die Navigationsdaten an Bord bergen. Okay. So, unsere Aufgabe ist jetzt, fliege zu dem Shuttle. Shuttle ist erreicht, also los! Und eskortieren. Jäger. Wo sind die? Kamera rechts. Was? Das taktische Schild ist ein tragbarer Schildgenerator, den du auf verbündete Ziele abfeuern kannst. Er heftet sich an einen verbündeten Schiff und verleiht diese zusätzlichen Schutz. Das ist besonders nützlich, wenn deine Mission darin besteht, ein zu anfälliges Ziel zu verteidigen oder zu eskortieren. Okay. Taktische Schilde zum Schutz der Shuttles einsetzen. So. Okay. Erledigt, gute Arbeit. Aua. Die Sensoren sind deaktiviert. Rückt vor. Muss man hier zurechtfinden. Okay. Das Shuttle braucht einen Schild. Bitte ziehen Sie sich zurück. Und meinen makellosen Ruf beschmutzen? Ihre Waffen sind unterlegt, Sir. Weil Sie meine Raketen abgeschossen haben. Die Intermannschaft ist im Transporter. Bereithalten. Erledigt die übrigen Rebellen. Nun gut. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, Captain Amos. Oh ja. Okay, das war doof. Die haben es mal mehr auf die Schilde gemacht. Ich auch, weil keine Schilde. Ah, der hat schon Schilde. Du wirst verfolgt. Das muss aus dem Weg! Ja. Ja, sehr schön. Nächster aus dem Weg geschafft werden muss hier. Guck mal, aufpassen. Da. Okay, sehr schön.
Seht ihr das? Schaltet es aus! Guck mal auf die Karte. Die wollen dich verfolgen! Was ist wieder hinter mir? So. Nächster. Wo ist er denn? Okay, schon down, oder wie? Da. Schon. Keine. Was ist mit der Raketen eigentlich? Wir haben ja nicht mal so viel Design normalerweise. Bist du Shuttle? Titan, die Rebellen haben eine weitere Jägerstaffel losgeschickt. Jetzt sind sie wirklich verzweifelt. Wir erledigen die Jäger. Verteidige die Shuttles 3. Nach rechts, nach unten. Wo, was war das denn für eine? Ich bin bereit. Das war ja gerade Beschiss, der cheatet doch. Sorry, ich muss immer aufs Radar mal gucken. Ich habe ja die Chance, alles andere alles ausgeschaltet. Bam. Hier ist das Shuttle. Kriegt erstmal hier mal ein Schutzschild. Schild für dich. Nächster. Da hat einer vor mir. Was ist hier los? Da. Aua. So, nächstes. Schütze die Shuttles mit Schäden. Ah. Bis dann. Oh, so schön, dass du genauso vor mir rauskommst. Sehr schön. Das war nicht nötig. Taktische Jäger verfolgen ein Shuttle. Die Overseer wird mit dem Shuttle jetzt fertig, Titan. Gute Arbeit. Stirb. Bleib hier. Hui! Ruft eure Staffel zurück! Ich brauche eure Hilfe nicht! Niemals! Ihr werdet den Angriff nicht überleben! Okay. Also, kommen wir langsam zu Ende. Besiege Atmos. Amos. Okay. Verteidige Captain Amos. Okay. Amos! Ausweichmanöver! Also, Amos. So, wo ist er? Die Fregatte wird gleich explodieren! Aber ich hab gewonnen! Er ist tot. Was für eine Verschwendung.
Wenigstens haben wir, was wir wollten. Ist das gescheitert? Nee, doch nicht. Titan, wir haben die Sektorkoordinaten für die Werft der Starhawk extrahieren können, doch der Rest der Datenbanken war leer. Der Rest wurde gelöscht, als wir gegen Captain Amos aufgeflogen sind. Wir waren nah dran. Amos hätte mit seinem Schiff untergehen sollen, dieser Idiot. Wir kennen den Sektor, was die Suche zumindest etwas eingrenzt. Er kann sich nicht ewig verstecken. Titan, eliminiert den Konvoi. Lasst Linden wissen, dass wir kommen. Okay, naja, war jetzt nicht gerade berauschend, aber naja, was soll man dazu sagen? Es ist, im VR ein doch schon ein anderes Verhältnis, was das angeht. Wir gehen aber sicherheitshalber mal ins Hauptmenü. Und ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende zu diesem Spiel, zu diesem VR-Erlebnis, sage ich mal so. Also die Kamera ist hier ein bisschen schwierig einzusetzen. Also sagen wir so, die Blickwinkel etc. ist wirklich nicht so wirklich passend bis zum geht nicht mehr. Aber naja, was soll man dazu sagen? VR halt, ne? Also mal kurz ein kleines Fazit geben. Also es ist angenehm schön im Endeffekt, dass es diese Funktion gibt. Grafiktechnisch in der VR-Brille, was abgesehen, was ihr davon sehen tut, ist gerade nicht gerade sehr schön, weil sehr viel Flimmer-Effekte, Frame-Abbrüche, also Frame-Abbrüche eher weniger, aber sehr viel Flimmern im Bildschirm. Das ist wirklich dann, wo man sagen muss, okay, nee, danke, da spiele ich lieber das Spiel auf normalen Fernseher mit HDR etc., da hat man ein bisschen mehr davon. Aber so über VR ist es einfach, ja, kann man machen, aber dann eher so wie bei Ace Combat zur extra Mission, aber storymäßig würde ich hier eher sagen, nee, danke. Fluggefühl ist ein bisschen steif gelegt, also man hat nicht so richtig die Dimension, so wie bei Ace Combat, dass man wirklich merkt, dass man wirklich fliegen tut. Man sitzt halt trotzdem in einer Kugel oder in einem Raum fest und naja, man könnte genauso in den Bildschirm schauen, das ist der gleiche Effekt irgendwie. Also ich habe nicht ein einziges Mal Schwindelgefühl gehabt oder sonstiges, aber naja, was soll ich dazu sagen. Gut, ja, das war auf jeden Fall Star Wars Squadrons, wie man das auch ausspricht, in VR. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird auch jetzt erstmal die letzte Folge sein von Star Wars. Abgesehen, ihr könnt jetzt mal haufenweise Kommentare reinschreiben, ob ihr das Spiel gerne weitersehen wollt oder nicht. Und somit würde ich mich hier einfach mal hiermit damit verabschieden. Ich wünsche euch ein restliches schönes Wochenende, weil ja, es kommt morgen auf jeden Fall am Freitag raus. Donnerstag ist die Aufnahme gewesen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch weiterhin bei den anderen Let's Plays auch weiter reinschalten tut. Und die Kamera geht immer weiter nach links irgendwie. Also ich gucke, mein Fernseher ist 45 Grad nach rechts, aber ich gucke 45 Grad nach links schon. Also das mit dem VR ist immer noch nie so wirklich auskalibriert irgendwie, dass es richtig gut funktioniert irgendwie. Schade drum, aber egal. Gut, das war's hier erstmal. Also VR kann man machen, muss man aber nicht. Die beste Qualität findet man immer noch auf dem Fernseher direkt. Und ja, macht dann auch da grafiktechnisch auch viel mehr Spaß sozusagen, wegen den Effekten etc. Also bleibt bei der Standardversion ohne VR. Man kann es machen, man kann damit spielen, aber wirklich Spaß macht es dann halt wirklich dann nur auf dem Fernseher. Hört sich komisch an, ist aber leider so. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit der VR-Spezialfolge von Star Wars. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Angel 3000. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.